wurden wir kurz vor 7 zu einem Verkehrsunfall auf der BAB2 Fahrtrichtung Dortmund berufen. Nach ersten Erkenntnissen gab es Rückmeldungen von der Polizei, dass es sich um zwei Fahrzeuge handelt und dabei halt mehrere Personen wohl eingeklemmt gewesen wären. An der Unfallstelle stellte sich dann das Szenario so dar, dass dann keine Person mehr eingeklemmt war. Sie wurden alle durch die Feuerwehr und von Rettungsdienstpersonal aus den Fahrzeugen befreit. Sie wurden dann in die jeweilige Rettungswagen verbracht und durch Notärzte und Rettungsdienstpersonal weiter versorgt. Mittlerweile sind jetzt von diesen vier Personen auch alle vier transportiert worden. Zwei davon in Bielefelder Krankenhäuser und zwei davon in Gütersloher Krankenhäuser. Man muss dabei sagen, dass es sich bei dem Verletzungsmuster der Verletzten um drei Polytraumata handelt, also um drei Vielfachverletzungen, die schwerst verletzt sind, und einer, der eine leichtere Schulterverletzung hat, der aber auch weiter in einer Klinik behandelt werden muss. Die Polizei nimmt noch weitere Unfalldaten jetzt hier auf und die Feuerwehr wird gleich ihren Einsatz beenden und dann an die Polizei hier übergeben.